Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Ja, heute geht's um den Winter und die Pilze, die man jetzt im Dezember finden kann. Ja, auch der Dezember ist noch so ein gewisser Übergangsmonat und so kann man auch im Dezember teilweise tatsächlich noch viele Herbstpilze finden. Letztes Jahr gab es sogar am 17. Dezember noch Pfifferlinge und Semmelstoppelpilze. Ja, und am 19. Dezember sogar noch einen Röhrling. Da hat sich nämlich nochmal ein Pfefferröhrling finden lassen. Ja, auch wenn es natürlich toll ist, dass man im Dezember teilweise noch Pfifferlinge, Semmelstoppelpilze, Röhrlinge und andere Herbstpilze finden kann, so muss man da natürlich aufpassen. Ja, was diesen Herbstpilzen in der Regel, vor allem wenn sie weit im Wald stehen, nichts ausmacht, wenn es in der Früh mal minus 1 oder vielleicht für eine Stunde auch mal minus 2 Grad hat, ja, und es sonst über den Tag verteilt plus 6, plus 7, plus 8, vielleicht auch plus 10 Grad hat, da kommt dann nämlich dieser Frost in der Nacht kaum oder gar nicht in den Wald und die Pilze haben dann auch keinen Frostschaden. Je weiter das Jahr voranschreitet, desto gefährlicher wird das Thema Frost. Meist in der zweiten Novemberhälfte, spätestens aber dann im Dezember, wird es immer kühler und kühler. Über den Tag verteilt heizt in Anführungszeichen sich der Wald kaum mehr auf. Über Nacht gibt es über immer längere Strecken immer kältere Temperaturen und somit steigt auch die Gefahr für Frostschäden im Wald. Das Problem ist dabei nicht, dass Herbstpilze einmal durchgefroren werden. Das passiert beim Einfrieren der Speisepilze zur Haltbarmachung schließlich auch. Das Problem ist der ständige Wechsel zwischen nachts gefroren, tagsüber so ein bisschen angetaut, dann wieder gefroren und wieder angetaut. Ja, und dabei zersetzt sich das in den Pilzen enthaltene Eiweiß noch schneller als ohnehin schon. Und es kann dann, wenn man diese frostgeschädigten Herbstpilze für Speisezwecke sammelt, zu einer Lebensmittelvergiftung kommen. Deshalb, wenn ihr Zweifel habt, ob euer Fund schon einen Frostschaden hat oder nicht, dann den Herbstpilz besser im Wald lassen. Übrigens, einige Arten, wie die hier zu sehenden Trompetenpfifferlinge, halten wirklich einiges aus und können, obwohl im September oder Oktober gewachsen, bis weit ins neue Jahr hinein zu finden sein. In manchen Jahren gab es bei uns Trompetenpfifferlinge aus dem Vorjahr sogar noch im März zu finden. Ja, wenn man jetzt diese Pilze wegen den Frostschäden nicht sammeln kann, welche Speisepilze soll man im Winter denn sammeln? Ja, es gibt durchaus Speisepilze, die frostbeständig sind. Bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern gibt es vor allem drei Speisepilze im Winter, die man gefahrlos auch gefroren sammeln kann. Und das sind die Samtfußrüblinge, die Austernseitlinge und die Judasohren. Die Samtfußrüblinge gehören sicherlich zu den bekanntesten, beliebtesten und häufigsten Winterpilzen überhaupt. Es gibt dabei verschiedene Samtfußrüblingsarten, die in der Regel alle als essbar beschrieben werden. Neben dem gemeinen Samtfußrübling gibt es dabei zum Beispiel auch noch den Weidensamtfußrübling oder auch den blassen Samtfußrübling. Eine sichere Unterscheidung dieser Arten ist meist nur mikroskopisch möglich, weshalb wir unsere Funde der Samtfußrüblinge einfach unter Samtfußrübling zusammenfassen. Wo kann man denn die Samtfußrüblinge finden? Samtfußrüblinge erscheinen meist auf totem Laubholz, seltener, aber doch regelmäßig sind auch Funde an stark geschwächtem Lebendholz möglich. Vor allem bei feuchter Witterung und einem stetigen Wechsel vom leichten Frost in der Nacht zu milderen Temperaturen am Tag zeigen sich die Samtfußrüblinge gerne in größeren Mengen. Da sich die Hauptsaison der Art von November bis in den März hinein erstreckt, werden die Samtfußrüblinge gerne auch Winterrüblinge genannt. An sich sind die Samtfußrüblinge im Winter eigentlich so gut wie unverwechselbar. Gerade aber in der Übergangszeit von Herbst zu Winter gibt es dann aber leider doch einige giftige Arten, die den Samtfußrüblingen sehr ähnlich sehen können. Ein gutes Beispiel ist der hier zu sehende gefleckblättrige Flemmling, der zum Ende der Herbstpilzzeit gerne massenhaft erscheint und so auch gleichzeitig mit Samtfußrüblingen zu finden sein kann. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist dabei der bei den Samtfußrüblingen meist immer so ein bisschen samtig wirkende Stiel, der bei den Flemmlingen immer etwas überfasert daherkommt. Der gefleckblättrige Flemmling besitzt außerdem gelbbräunliche Sporenpulver und die Samtfußrübling weiße Sporenpulver. Ebenfalls zur gleichen Zeit vorkommen können die Schwefelköpfe, wie der hier zu sehende grünblättrige Schwefelkopf. Diese besitzen aber in der Regel schon auf den ersten Blick meist deutlich giftigere Farben. Gerade wenn man den Samtfußrübling neben den Schwefelkopf legt,
dann fällt es am deutlichsten auf. Die grünblättrigen Schwefelköpfe besitzen außerdem einen extrem bitteren Geschmack. Die Sanfußrüblinge besitzen dazu im Gegensatz eine milde Geschmacksprobe. Hier ist aber anzumerken, dass die Geschmacksprobe nur durchgeführt werden darf, wenn starkgiftige Arten wie zum Beispiel der Gifthäubling vorher ohne Restzweifel ausgeschlossen werden konnten. Ein weiterer beliebter Winterpilz, der bei feuchter Witterung aber durchaus auch ganzjährig gefunden werden kann, ist das Judasohr. Das Judasohr wird nicht umsonst auch Holunderschwammpilz genannt. Das Judasohr findet man nämlich überwiegend, aber nicht ausschließlich auf Holunder. Die Art kann nämlich durchaus zum Beispiel auch auf Buche zu finden sein. Auch das Judasohr bevorzugt, wie beschrieben, eine feuchte Witterung. Man kann zwar auch bei trockenem Frost erfolgreich sein, damit Judasohren aber frisch wachsen können, ist Feuchtigkeit die wichtigste Voraussetzung. Verwechselt werden kann das Judasohr mit verschiedenen Drüslingen, wie zum Beispiel dem stoppeligen bzw. abgestutzten Drüsling. Der abgestutzte Drüsling erscheint zwar auch an Laubholz, aber fast ausschließlich an Buche oder Eiche und nicht an Holunder. Außerdem besitzt der abgestutzte Drüsling im Gegensatz zu den eher rotbräunlich gefärbten Judasohren eher schwarze Farben, ist also deutlich dunkler gefärbt. Der für uns ergiebigste und wohlschmeckendste Winterpilz ist und bleibt aber der Austernseitling. Der Austernseitling bevorzugt totes oder geschwächtes Laubholz, kann seltener aber auch auf Nadelholz gefunden werden. Wir haben da zum Beispiel in unserem Lieblingswald eine Fichte und auf deren Wurzeln erscheint immer wieder der Austernseitling. Ja, vor allem auf dicken Laubholzstämmen ist die Chance auf Austernseitlinge zu treffen im Winter wahrscheinlich am größten. Selten erscheinen die Austernseitlinge aber auch mal, wie schon beschrieben, auf den Wurzeln abgestorbener oder geschwächter Bäume. Ja, und es wirkt dann fast so, als würden die Austernseitlinge aus dem Boden und nicht auf dem Holz erscheinen. Der typische Verwechslungspartner der Austernseitlinge ist sicherlich der gelbstielige Muschelseitling. Der gelbstielige Muschelseitling besitzt dabei insgesamt schon die deutlich bunteren Farben. Während die Austernseitlinge eher gräulich bis grau-weißlich gefärbt sind, sind die gelbstieligen Muschelseitlinge immer so ein bisschen gelb-grünlich gefärbt. Außerdem besitzen die Muschelseitlinge an der Anwachstelle ein meist deutlich sichtbares, gelblich gefärbtes, stielähnliches Gebilde, das der Austernseitling so nie besitzt. Wie sieht es denn sonst mit Pilzen im Winter aus? Gibt es da mehr als Sanfußrübling, Judasohr und Austernseitling? Ja, auf alle Fälle. Es gibt auch im Winter einiges zu entdecken, wenngleich die Artenvielfalt im Zeitraum Dezember bis März leider nicht an die Hauptsaison herankommt. Die Winterzeit wird bei uns Pilzverrückten gerne auch die Zeit der Stöckchendreher genannt, weil sich fast das komplette Pilzwachstum auf totem oder geschwächtem Holz abspielt. So gibt es neben den bereits genannten Winterpilzen noch eine ganze Reihe an Arten, die man im Winter finden kann. Von verschiedenen Porlingen, wie zum Beispiel dem Winterporling oder dem rotrandigen Baumschwamm, über wunderschöne Becherlinge, wie zum Beispiel den verschiedenen Pracht- oder Kelchbecherlingen, oder diversen Drüslingen, Zitterlingen, Rinden und Schichtpilzen, gibt es auch im Winter wirklich einiges zu entdecken. Ja, macht einfach Spaß, auch im Winter unterwegs zu sein. Eine kleine Auswahl an Arten, die wir typischerweise im Winter immer wieder finden, haben wir euch hier jetzt noch zusammengestellt. Ja, ich hoffe mal, dieses kleine Video zu den Pilzen im Dezember bzw. Winter hat euch vielleicht so ein bisschen Lust gemacht, euch auf euren Winterspaziergängen ja vielleicht so ein bisschen umzuschauen, ein bisschen Ausschau nach Winterpilzen zu halten. Ja, und vielleicht hat das Video sogar ausgereicht, dass bei dem einen oder anderen das Winterpilzfieber so ein bisschen geweckt wurde. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den restlichen Winterpilzeindrücken. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.